Unterbauplatten schweben durch die Luft. Schläuche werden ausgerollt. Action pur auf dem Marktplatz in Dorsten. 24 Mitarbeiter bauen die rund 400 Quadratmeter große Eisbahn auf. Wir bauen jetzt erst einen Schwerlastboden auf den Marktplatz, auf den werden dann Kühlschläuche gerollt und auf die wird dann die Eisbahn aufgetragen. Funktioniert wie eine Fußbodenheizung, nur umgekehrt. Gekühlt wird das Ganze mit 3000 Liter Glykol-Wassergemisch und mit Aggregaten der Firma Agreco, die hinter dem alten Rathaus stehen, die halt strombetrieben sind. Nicht nur hier ist die Dorstener Firma tätig, in diesem Jahr auch am Kölner Heumarkt. Dort wurde eine 1600 Quadratmeter große Eislauf-Erlebniswelt gebaut. Ja, Köln war tatsächlich eine Herausforderung. Sie wird heute eröffnet. Das sind 1700 Quadratmeter Eis. Der Heumarkt hat ein starkes Gefälle. Die Leute laufen also runter. Das heißt, wir haben eine schräge Eisfläche gebaut. Sie laufen um einen Brunnen herum, um ein Denkmal herum. Und es ist tatsächlich eine Erlebniseisbahn. Mit allen anderen Eisbahnen, wir bauen also 30 in der Bundesrepublik, überhaupt nicht zu vergleichen. Styropor kommt zum Einsatz als Unterlage für die Gefrierschläuche. Für die Dorstener ist das Ganze eine willkommene Abwechslung. Also ich finde es schön, weil gerade für die Familien, es gibt immer was zu gucken, die Kinder bleiben stehen. Gerade dann, wenn auch mit größeren Kindern das Eis laufen, das macht einfach Spaß. Auch am 28. November wird die Dorstener Eisbahn in Betrieb genommen. Auf dem Kölner Heumarkt kann man bereits jetzt Eis laufen.